Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Und ja, da sind 4 Züge, 800 Punkte, 700 Punkte. Ja, dann machen wir die unten mal platt. Ne, die lassen wir nochmal. Oder haben wir noch irgendwen, den wir dahin schicken können? Hier ist ja noch alles offen. Ah, hier könnte man die Mission machen. Könnte man, muss man aber nicht. Da sind 4 Flotten, da sind 4 Flotten. Wo sind denn noch 3, bitte? Ah. Hier geht's ab. Die Station wird da hart werden. Panzerschiff. Müssen wir mal gucken. Erstmal gibt es hier eine kleine Schlacht. So klein ist die gar nicht. 818 Punkte. Na gut, dann werden die Tyranniden mal wieder zur Biomasse werden. Sie dürfen auf jeden Fall nicht rankommen. Und das, was wir bisher gesehen haben, ist ja eigentlich immer, dass die Tyranniden ihre stärksten Monster quasi gleich als erstes losschicken in den Nahkampf. Wenn wir die zersäbelt haben, geht der Rest erstmal, wird wild und boah, ist nicht mehr berechenbar und beschießt sich selbst. Dann schicke ich dich einfach mal ein bisschen nach vorne. Schleichfahrt. Ihr seid meine 1. Du bist meine 2. Frontbewaffnung. Ja, man hört sie. Man hört die Tyranniden, aber man sieht es noch nicht. Oh! Es haben sich gerade 2 Schiffe selber zerstört. Das ist ja geil. Jetzt sind es nur so 700 Punkte Tyranniden, ne? Das ist doch nett. Das finde ich echt mal wirklich, wirklich nett von den Tyranniden. Es hört sich nah an hier. Ich warte noch. Wir müssen doch hier irgendwo sein. Scheiße, hier wahnsinnig. Wo sind sie nicht? I serve your glory. Ah, ihr könnt schon mal weiterfliegen. Yes, my liege. Also vom Geräuschpegel. Ja. Da sind sie. Okay. So, seitlicher Beschuss. Feuer auf den Anführer. Ah, der transdimensionale Blitz hat da ein bisschen wieder reingehauen. Machen wir Kugel des Wiederbelebens. Warum ist der nächste da?
Ach komm, jag den da mal. Nummer 2. Ready to serve. Wohl hier haben wir gerade einen wilden Instinkt herbeigerufen. Wir müssen nur mal sterben, deine Tyranniden auf dem Schiff. Adopting defensive protocols. There will be no escape. What is your command? Ah, wir beamen uns mal. Motive units fully engaged. Schade, hat sich da geopfert, der eine Sack. I serve your glory. Open. Ready to serve. Ah, die hauen ab, das ist egal. Auf den nächsten großen da. Aber da sind sie noch auf. Wilder Instinkt ist ganz gut. Wollen sie sich doch alle selber zerstören. Seitlicher Beschuss. Feuer frei und beam dich weg. Ich glaube, das war's dann auch. Doch nicht? Oh, von da kommt noch was. Das müsste jetzt aber das letzte Schiff sein, oder? Ja, das war's. Ganz ehrlich, die hatten keine Chance. Aber ist auch gut so. Ich glaube, wir greifen die anderen Tyrannien mit der Station. Ich glaube, die hat eine Station da, ne? Die greifen wir noch nicht an, da warten wir noch ab. Ne, die hatten keine Station. Eine Flotte gründen macht hier keinen Sinn, weil wir haben einfach zu wenig Schiffe. Ach, das ist auch noch so eine Geschichte. Schade, es ist ja hier nur 2 Punkte hat. Kriegen wir vielleicht. Der hat so viele Jackals, ne? Also wir könnten ja hier noch. Gucken wir mal kurz. Ich hätte gerne noch so ein großes Schiff. Ein Kreuzer, genau. Wir wollen noch einen Kreuzer haben.
Damit wir aber noch einen Kreuzer reinkriegen. So, der hat das wieder nicht. Den wollen wir haben. So, dann sind wir aber ein bisschen, ja, ein, zwei Punkte zu weit. Wenn ich den jetzt nach Hause schicke. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt beide Jackal nach Hause schicke, ob das... Ich glaube nicht, dass das reicht. Oh, das wird sehr eng. 59, das sind dann 118. Gut, dann habe ich doch richtig gerechnet. Ich wollte es gerade nicht laut aussprechen. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall hier nochmal schön Dickschiffe. Ein paar Jackal brauchen wir zum Aufklären, aber jede von den drei Flotten hat jetzt ein schönes, dickes Schiff. Dieses Schiff, bin ich mal gespannt, was es kann. Und die greifen uns auch in zwei Runden an. Ich glaube, sonst war auch nichts. Das Imperium will noch auf die Nase. Weiß nicht, was ich da im Agrippina-System noch habe. Ah, die haben auch gerade das frisch rekrutiert. Verstärken sich. Sind denn erstmal alle durch hier? Mann, oh Mann. Da geht's gut ab in den Sektor da. Aber da sind wir noch nicht mit dabei. Da sind wir noch nicht mit dabei. Wir müssen auch nicht überall mit dabei sein. Ich mag klare Linien. Man könnte jetzt, um die Story schneller wegzukriegen, natürlich die ganzen Missionen versuchen zu machen. Aber ich habe da immer Angst, dass sie dir in den Rücken fallen und dass dann alles zusammenbricht. Darum marschieren wir ruhig, aber konstant nach vorne. Eine Runde noch. Könnt ja hier eine Flotte gründen. Bringt das irgendwo? Vielleicht als Verteidigung. Ich will jetzt mal eine Flotte gründen. Was haben wir denn da? Sind auf jeden Fall. Oh, hier mit Skarabeus. Das nehmen wir. Schon gekauft. Achso, ja. Noch drei Punkte haben wir noch. Gleich davon noch ein. Nee, ich glaube, es wäre zu viel. Dann haben wir keine Punkte mehr, dann nehmen wir mal einen Jackal. Gut.
Jetzt können wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Verbesserte Strategien nehmen wir. Ja, den Widerstand ein bisschen drücken. Das macht auch Sinn. Den Rest sparen wir mal. Aber die kommen in zwei Runden. Ich gucke nochmal so überall ein bisschen durch, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas übersehe. Aber na gut, Sentinel Worlds, da kommen sie ja nicht hin. Ne? Da sind wir noch gar nicht drin. Achso, da müssen wir noch auf den Angriff warten. Zug beenden. So, da kommen sie. 600. Machen wir Autoschlacht. Ja, bei 600, wenn wir in Überzahl sind, macht das jetzt keinen Sinn. Frage ist nur, schaffen wir es damit zwei Einheiten, das da oben jetzt einzunehmen? Das. Ah, Dringlichkeit 1. So, die sind da in einer Runde. In zwei, Entschuldigung. Wird ja mal Zeit. Wenn wir die hier platt haben, dann können wir hier noch auch zusätzlich ins Agrippina-System gehen. Punkte mit der Station sind sie bestimmt auch bei 1000 ein paar zerquetschte. Es macht keinen. Ich weiß nicht, wie stark das Panzerschiff ist, aber. Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Man sieht auch nicht, was für Schiffe die haben. Ich bin mal feige, ich mach mal schnell speichern. Reparieren mal. Jetzt überlegen wir. Wir wollen auf jeden Fall das Panzerschiff. Das wollen wir mal sehen in Action. So. Ach scheiße, ich wollte nicht aufs Schiff. Immer zurück. Zurück. Ja, der hat mir zu viel Kleinkram hier. Er hat ein gutes Schiff, sag ich mal. Das andere ist okay. Der hat das Scarabeus. Der nicht. Dann muss er mit. Ach, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Ich mach's trotzdem. Wir müssen wenigstens. Wir haben ja noch eine Flotte in der Hinterhand. Vielleicht kriegen wir die beiden Flotten weg. Dann ziehen die sich zurück oder so. Und dann muss der andere sie platt machen. In einem Angriff schaffen wir das nicht. Und ich wette mit euch, da eine Raumstation wieder dabei ist, gibt es bestimmt wieder so eine tolle Mission, wo wir halt. Bestimmte Punkte wieder einnehmen müssen.
Auf jeden Fall mal ein schöner anderer Hintergrund. Ja, das ist natürlich ganz doof, ne? Na gut, der hat wegen Scarabeus Schwärme dabei. Der hat Scheiße. Naja, und wir müssen Punkte einnehmen. Ich kotze. Wir lassen Station mal Station sein. Du bist Nummer 3. Nummer 3 muss hierher. Bist du Nummer 3? Nummer 3, kommst du? So. Du bist Nummer 2. Nummer 1 legt sich da an, oder den anderen. Frontbewaffnung, Autofeuer, Feuer frei. On the march. The enemy has seized a strategic area. Naja, die haben... Das war mit Ansage, ne? So, jetzt ein, zwei Nova-Kanonen vom Imperium wären ganz nett. Mach du eine Schleichfahrt? So, Feuer. Mach mal Schleichfahrt hier. The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Tja, irgendwie haut's nicht rein. Ich weiß nicht, frontal schießt er irgendwie nicht, ne? There will be no escape. Na, flieg mal lieber in die andere Richtung. Inevitable. Ready to serve. I am the Dynasty Spear. I serve your glory. Inferior vessels sighted. So. You have seized a strategic area. Dann schießen wir doch mal auf die da vorne. Auf diese Kleine, verdammt. Und jetzt kann sich zurückziehen. You have seized a strategic area. Nachladen. Und Skarabäen, los! Auf den nächsten! Wollen wir was zum Reparieren hier? Kugel der Wiederbelebung. So, das nächste kleine Schiff da muss weg. Hier machen wir Blitzschlag. Hier machen wir Blitzschlag. Ready to serve.
So, kommen wir weiter. The enemy has accumulated 25% of strategic points. The enemy is seizing one of your strategic areas. Ja, ich verstehe. I serve your glory. Inferior vessel sighted. Und entern. The enemy has seized a strategic area. How may I serve? Frontbewaffnung, Feuer. There will be no escape. All power to mortal units. I am the dearest spear. Frontbewaffnung. Ne, der ist noch nicht, der ist noch da. Inferior vessel sighting. Genau. They are doomed. Ui, hat er von da hinten was geschossen? Jo. As you command. Super. What is your command? Attacke. Und Bewaffnung, Feuer. Ja, solange der andere noch auf der Distanz ist, ist mir das Wurst. Ran. Attacke. Ah, die Station greift uns an, ist mir aber Wurst. Oh, das sind zwei große Schiffe. Alter Schwede. Frontbewaffnung, auf ihn Feuer. Können wir... Inferior vessel sighted. Moving. What is your command? Alter, was da alles ist. Das ist nicht wenig, was da gerade kommt. Rüber den Leuten da. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Ne, da kommt nicht mehr wieder hier. Scheiße. Ready to serve. How may I serve? Boarding successful. Frayed ones are feasting. Holla, die Waldfee. Reassembling coherence. Yes, my liege. Nee, 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 Junge, bleib hier, bleib hier. Drop void anchors. So, hier stehen bleiben. Hier stehen bleiben. You have seized a strategic area. Stehen bleiben, habe ich gesagt. So, auf den Großen bitte. Wir verlieren, das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass die Flotte tot ist da. Na los, dann auf den. Wenn er es unbedingt haben will. Und rauf da. Ey, jetzt nimmt er uns gleich in Position da weg, oder was?
Boah, das war ein schöner Streif von hinten. 7 Einheiten sind noch drauf. Meuterei. Ja, wir verlieren, aber wir nehmen ja echt die großen Flotten weg. Dann greifen wir das zweite Mal die Basis an oder so, das ist scheißegal. Ah, Meuterei ist gleich vorbei. The enemy is seizing one of your strategic areas. How may I serve? The enemy has accumulated 75% of strategic points. Na, der Punkt ist jetzt umkämpft oder was? Alle in den Punkt rein, das hat gleich uns gehört. Und halt. Das läuft ja. Da holen wir uns hier die nächsten Punkte. Ich glaube nicht, dass wir die noch rechtzeitig kriegen. Energie. So, das ist der Einzige, der so weit vorspringen kann. Ihr seid jetzt die Eins. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, noch ein Schiff vergessen. Kann das sein? Scheiße, irgendwo wird noch eins sein. Oder ist eins schon Verstärkung? All power to motive units. Ready to serve. Ah, die Station werden wir, glaube ich, nicht so leicht schaffen. I am the dynasty spear. Hier machen wir seitliches Feuer. Los, komm ran. Komm ran. Was ist das für ein Punkt überhaupt? Scheiße. You have accumulated 75% of strategic points. Niederlage. Habe ich ja gesagt, ist ja nicht so schlimm. Diese Raumstation hätten wir jetzt nicht geschafft. Wir brauchen einfach einen zweiten Angriff. Na, nicht wundern, die Mathilde raschelt im Hintergrund. Bastelt ein bisschen rum. Wir haben kein Schiff. Ja gut, ein kleines Eskortschiff haben wir verloren. Dafür haben die keine Flotte. So. Nächste Runde. Nächste Runde gehört das Ding uns. Wart ab. Geht gleich nochmal an, du. Das geht gleich nochmal an. Hä? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Autoschlacht. War aber nett von ihm, dass er irgendwo hingesprungen ist, wo wir eh Einheiten hatten. Und sehr zuvorkommt vom Imperium.
So. Hat eine Flotte gegründet, ist aber jetzt... Wir machen nochmal dieselbe Aufstellung. So. So sieht's schon mal besser aus. Da guckt sogar er hier, der World Eater, ein bisschen doof aus der Röhre. Das heißt, wenn wir angreifen, sind wir auch mit 100 ein paar zerquetschten Punkten in Überzahl. Das ist ganz gut. Und dann haben wir das Chaos endlich da aus diesem Sektor eliminiert und wir können endlich weiter mit unseren Flotten. Das ist jetzt doof. Kann ich dich wegschießen? Den will ich aber nicht haben. Ich will ein anderes Schiff dafür. Kriege ich ein anderes Schiff dafür? Ich will mein Panzerschiff haben, verdammte Axt. Kann ich den nicht rausnehmen und sagen, hier, gib mir noch ein anderes? Ich will den nicht. Oh. Ätzend. Das ist irgendwie ätzend. Wo ist das zweite Schiff auf einmal hin? So. Start. Meine Schleichfahrt raus. Du Schleichfahrt nach da. The enemy has seized a strategic area. Mich regt jetzt nur auf, dass wir so wenig Punkte haben. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt genau dieselbe Punktzahl wie der Gegner, quasi. Erwachende Krieger. Da los. Habe ich da was geklickt oder was? Frontbewaffnung. Wir gehen jetzt auf die Station. Da kann er nicht so viel. Das ist wahrscheinlich nur ein Schiff. Dass wir die Station. Dass wir erstmal zwei Punkte einnehmen und dann die Station quasi angreifen. So. Feuer frei. The enemy has seized a strategic area. Ah, ich fächer mal ein bisschen weiter. Wenn wir natürlich so nah beieinander sind, ist das nur ein Vorteil für ihn. Meine Jäger raus. Wenn er in Reichweite ist, die anderen Schiffe machen wir einfach Stasis-Bombe drauf. Den er braucht noch. Der braucht auch noch. So. Seitlicher Beschuss. Truppen rauf. Truppen rauf. Truppen rauf. Und... Skarabäus-Schwarm. Attacke. So, Stasis-Bombe. Das ist aber wieder ein großes Schiff von diesen Arschlöchern. You have seized a strategic area. What is your command? Schade. Daneben. I serve your glory.
Ja, wir müssen noch ein paar Sekunden warten, dann können wir schon die nächsten losschicken. Yes, my liege. I have the dynasty sphere. Ja, der Anführer kriegt es gerade echt auf den... Muss ich gleich wegschicken. Truppen. Truppen rauf. Truppen, Truppen. Warum kriege ich da keine Truppen drauf? Verdammt. So. Ich glaube, so langsam müssen wir uns da ein bisschen entfernen. The enemy has accumulated 25% of strategic points. So. Rein da. Was ist das denn für ein Schiff, Alter? Panzerkreuzer. Warum habe ich denn sowas nicht? Ja, Scarabeus ist jetzt natürlich wie ein Arsch. You have seized a strategic area. All power to mortal units. Attacke. I am the dynasty spear. Boarding successful. Frayed ones are feasting. Na komm. Hier seitlicher Beschuss. Kommt hier nicht mal an, bis, ey, vielleicht Weihnachten kommt da mal an, aber... Na, er versucht mal wegzukommen. Komm mal ein bisschen näher ran. Der hat noch Truppen, die er übersetzen muss. Der hält ja eh nicht mehr lange aus, finde ich. Und weiter. Na komm. Naja, der wird nicht mehr lange leben. Waffe zerstört. Wir kriegen es nicht hin, diese kleinen Arschlöcher. Der Schild ist da. Solange das Schild da ist, kriege ich keine Truppen drauf. Das Schiff muss näher rankommen. Verdammt, ey. Ist noch nicht nah genug. Komm, ich muss mal Stasisbombe machen. Es kommt das Schiff einfach nicht ran. You have accumulated 50% of strategic points. Na los. So. Truppen rauf. Und rauf da mit den Truppen. Oh Mann.
Jetzt ein Skarabäus-Schwarm wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Boarding successful. Frayed ones are feasting. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Mann. Meuterei, das ist doch schon mal gut. Ja, nicht entkommen lassen, das Drecksschiff. Das war's mit der Meuterei. Ein Blitzschlag hätten wir vielleicht noch im Angebot, da muss das Schild aber gleich wieder weg. Oh, geht. Blitzschlag. Blitzschlag. Und... oh, das war's. Wir führen, das ist das Geile. Komm da mal raus. Und du fliegst erst gar nicht rein. Flucht. Das war eine ganz schön heftige Explosion. Ja, dann bist du weg. Gut. Jetzt könnt ihr euch ja darauf kümmern. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Oh, Panzerschiff ist endlich wieder da. Aber auch das wird erst Weihnachten hier eintreffen quasi. Haben wir hier noch ein Schiff? So, Feuer frei. Na, wo ist das Panzerschiff? Frontbewaffnung, Feuer frei. Aber ich glaube, es kommt nicht mehr an. Ich spule einfach mal vor. You are close to victory by strategic points. Ich glaube auch. Die Schlacht ist gelaufen. Reassembling coherence. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Das war's. You have accumulated 75% Sieg. Strategic points. Ah, vom Panzerschiff bin ich noch nicht so überzeugt. Dafür, dass es so groß ist, hat es Frontwaffen irgendwie nichts gehabt. Hat irgendwie nicht geschossen vorhin. In der letzten Runde da, in der letzten, Schlacht. Wahrscheinlich nur auf seitlichen Beschuss ausgelegt, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt. Da ist die Nova-Bomb-Artillerie einfach viel geiler. So, aber wir haben jetzt hier wieder drei Flotten frei. Und wir könnten jetzt hier hingehen. Wir könnten aber auch erstmal... Agrippina, hatten wir noch was? Schließen Sie Sondereinsätze ab. Könnte man auch machen. Na gut, ich überlege mir mal, was wir als nächstes machen. Ihr könnt ja mal gerne die Necrons mit einem Abo unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.